Moin, herzlich willkommen zurück zu Empire Total War, wo wir uns darauf vorbereiten, gegen die Briten Krieg zu führen. Wir haben schon ein paar Armeen in Stellung gebracht, wir sind aber noch nicht im Krieg mit ihnen. Hier wartet schon jemand darauf, Befehle, Captain! dass wir dann hoffentlich hier Edinburgh einnehmen können. Hier müssen wir noch jemanden nach Irland schicken. Da wollte ich jemanden aus Island holen. Ja, haben wir dann auch bald soweit. Und dann müssen wir halt noch Leute vorbereiten, mit denen wir dann nach London gehen können. Das wollte ich eigentlich mit denen hier aus Madrid machen, mit der Armee. Und hier stehen auch schon welche bereit für Malta, was sich die Briten auch geschnappt haben. So, jetzt stehen wir wieder vor der Frage, was machen wir mit unserem Geld? Ich baue mal irgendwelche Gebäude aus. Was machen wir mit dir nochmal? Wo wollte ich dich denn hinschicken eigentlich? So, drauf. Und fahr vielleicht mal hier dahin. Genau. Gut, wie gesagt, weiter Geld ausgeben. Das ist gerade die größte Herausforderung. Möglichkeiten zu finden, wie man Geld ausgeben kann. Achso, was wir auch mal machen sollten, wir sollten solche Missionare vielleicht mal nach Gibraltar schicken, weil da gibt es keine Städte. Wir müssen uns irgendwas anderes überlegen, um dann die Leute zum wahren Glauben zu bringen. So. Ausbau, Ausbau, Ausbau. Hier den schicke ich vielleicht auch mal dahin. So. Und die brauchen wir dann auch noch, um auf Inseln auch noch hier für den rechten Glauben zu sorgen. Denn da gibt es auch keine Städte. Hier ist auch noch einer. Ja, ich schicke den vielleicht mal hier hin. Haben wir jetzt zufällig noch irgendwo ein Schiff in der Nähe? Kann ich hier mal eins rausholen aus dem. Dann würde ich das vielleicht nutzen, um hier mal Leute so geist. Hä? Warum ist es so schwer? Jetzt. So, und da ist er schon. Dann kann er jetzt anfangen mit dem Bekehren auf der Insel. Beziehungsweise stelle ich vielleicht mal so Ich hin, erwarte euren dass man Befehl. dich sieht. Und das machen wir dann auf allen Inseln, wo halt keine Städte sein können. Allen Provinzen, um genau zu sein. Wo keine Städte sein können. Genau. So, wir müssen weiter Geld ausgeben. Hier. Hier solche Städte können wir auch mal ausbauen. So. Berlin vielleicht auch mal. Da haben wir noch so ein besonderes Gebäude. Und das Geld auch langsam weg. Okay, nächste Runde. Ich wollte das Geld loswerden. So. Ja, London einzunehmen wird schwierig. Na, brauchen wir schon ein bisschen mehr. Boah, die Barbaressenschanzen sind auch gut bewacht. So, wie machen wir weiter? Wie machen wir weiter? Wie sieht es hier oben aus, Island? Die sind schon mal repariert sozusagen. Das ist gut. Die kann man auch allein lassen mittlerweile. Dann versuchen wir mal hier auf das Schiff raufzukommen.
Und dann fahren wir mal Richtung Irland. Und dann haben wir da schon mal die nächste Armee bereitstehen. Wohin, Captain? Genau. So, dann brauchen wir halt zwei Armeen am besten für London noch. Und da haben wir ja eine stehen. Aber da müssen die erstmal zur Vernunft kommen, dass man die alleine lassen kann. Ah, kann man schon. Sehr schön. Könnt ihr da schon raufgehen auf das Schiff? Ja. Sehr schön. Dann haben wir hier auch die da bereit und die auch. Guck mal, dann kriegen wir unsere beiden Armeen, die ich haben wollte. So, dann sind die sogar schon da. Dann können die nächste Runde vielleicht schon angreifen. Mal sehen. Brauchen wir halt zwei Armeen. So, da haben wir eine dafür, da haben wir eine dafür. Und da unten haben wir auch schon. Also reserviert sind schon mal alle Armeen, die wir brauchen, um die Briten anzugreifen. Wir müssen halt wieder Möglichkeiten finden, Geld auszugeben. Wie sieht es hier in Österreich aus? Das sind immer noch Ungläubige. Oder Falschgläubige. Aus unserer Sicht. So. Ausbauen, ausbauen, ausbauen. Ah, hier ist auch noch einer. Den kann man auch gut für eine Insel gebrauchen. Kann ich hier nochmal ein Schiff abzweigen? Den bitte da drauf. Und du gehst bitte hierhin. So. Wie sieht's hier aus? Sind immer noch nicht fertig. Dann beschleunigen wir das nochmal ein bisschen. Haben wir auch noch einen. Aber sogar zwei. Ja, geht vielleicht mal dahin. Wo war der jetzt? Hier. So, die brauchen wir halt für die ganzen Inseln, wo wir sonst nicht hinkommen. Eigentlich für Island auch. Da ist nämlich auch keine Stadt. Muss ich auch noch merken, das wird auch noch jemanden hochbringen müssen. Damit wir die auch noch zum richtigen. Wobei, nee, die sind glaube ich schon, oder? Wobei, die waren glaube ich nicht komplett. Ne, 5% müssen da noch gemacht werden. Damit wir da komplett Protestantismus haben. Ausbau, Ausbau, Ausbau. Und hier noch ein bisschen Industrialisierung. So, hier auch. Geld ist weg. Und nächste Runde können wir vielleicht die Briten dann uns schnappen, oder? Wobei nächste Runde ist, glaube ich, ein bisschen zu eilig. Es dauert, glaube ich, ein bisschen länger. Gott. Ganz schön viel los. So, Weg ist versperrt. Gut, ich weiß jetzt nicht, wo der Weg versperrt war. Explosion in Brescia. Eine Explosion in Brescia in Norditalien hat fast ein Sechstel der Stadt zerstört. Da Blitz und Donner als Zeichen für das Missfallen Gottes gedeutet werden, haben die verantwortlichen Geistlichen es abgelehnt, einen ketzerischen Blitzableiter an den Kirchturm anbringen zu lassen. Als die Kirche von San Nazaro dann vom Blitz getroffen wurde und sich die 200.000 Pfund des dort gelagerten Schießpulvers anzündeten, kam es zu der bereits erwähnten Explosion, der ungefähr 3.000 Menschen zum Opfer fielen. Wahnsinn. Die Geistlichen haben nunmehr zugestimmt, einen Blitzableiter montieren zu lassen, doch seltsamerweise hat sich an ihrer Einstellung zum Lagern von Sprengstoff in der Kirche nichts geändert. Oh Mann. Genie.
Alles Genies. So, jetzt haben wir hier schon mal zwei Armeen bereitstehen. Und da ist noch jemand auf dem Weg. So, mit denen holen wir uns dann Irland. So, jetzt haben wir da was stehen, da was stehen, da was stehen. Jetzt haben wir doch überall die Leute bereit stehen, oder? Die Frage, ob wir mit denen schnell genug an Land kommen. Das muss ich jetzt mal ausprobieren. Ich speichere gerade mal, ob das so ist, weil eigentlich stehen ja jetzt alle bereit. Verbündete brauchen wir keine. Stopp. Anders. Wir fangen erst hier unten an, würde ich sagen. Wir müssen den Hafen irgendwie blockieren. So, da ist noch ein Geistlicher an Bord. Kommen wir mit der anderen Flotte hier? Ja. So, oder? So, blockieren. Damit wir jetzt hier in Ruhe... Achso, das war sogar schon so. Naja. Schlachtlinie bilden! Aye, Sir. Lasst das Schlachtsignal ertönen! Ist die Flagge! Mist. Wieso komme ich hier nicht an Land? Jetzt. Okay, wir kriegen die nicht in einer Runde weg. Kriegen die nicht in einer Runde weg. Das ist nicht so gut. Hä? Was ist hier los? Ich muss irgendwie mit der Armee an Land kommen. Jetzt. Okay. Wir haben schon mal London eingenommen. Das ist schon mal wichtig. Die haben sogar die Kapitulation akzeptiert. Huch, warum rennen die außen rum? Weiß ich nicht, aber es funktioniert. Haben abgelehnt. Schlacht haben wir gewonnen. Ja, dann fehlt jetzt nur noch Malta. Und da kommen wir gerade irgendwie nicht weiter. Weil wir die nicht bewegen können. Ach, toll. Dann müssen wir die halt in der nächsten Runde auslöschen. Ah gut, das Wichtigste haben wir geschafft. Wir haben alles, also ziemlich alles eingenommen. So, wie sind die? Genau, die müssen. Wir müssen noch ein bisschen hier beim Bekehren der Leute helfen. Die sind zwar Protestanten, aber die haben noch nicht alles gemacht, was wir von ihnen brauchen. Jetzt ist Großbritannien in Europa nur noch Malta. Perfekt. Das können wir reparieren. Hier so ein Forschungsgebäude kann weg. Das können wir weiter ausbauen. Oder? Wie sind die Leute? Ja, sind noch nicht komplett protestantisch. Hier schon. Guck mal, hier können wir direkt industrialisieren. Forschungsgebäude muss halt weg, weil das macht halt mehr Stress, als es muss. Gut. Ja, sehr schön. Dann haben wir das. Wie sieht die Straßen aus? Die waren überall fertig ausgebaut, ja? Sieht gut aus. Sehr schön. Ja, dann suchen wir jetzt weiter Möglichkeiten, um Häuser auszubauen. Geld ausgeben, Geld ausgeben. Hier bitte. Für mehr Wohlstand. So, dann ist das Geld auch wieder weg. So, nächste Runde. Löschen wir dann Großbritannien aus. Super.
Friedensvertrag wollen sie haben, das ist ja witzig. Die wollen aber Gibraltar haben dafür. Könnt ihr vergessen. Dann haben wir eine große Flotte. Flüchten wir halt. Ist auch egal, wenn wir jetzt die Flotte verlieren. Gibt Schlimmeres. Hier gilt das Gleiche. Ja, schickt ruhig unsere Schiffe weg. Das ist egal. Wir haben hier mit den Soldaten schon gelandet. Ja gut, jetzt können wir hier nicht mehr. Ist aber auch egal. Macht nichts. Können wir nochmal einen Kaffee machen. Schön mit ASMR, ne? Super. So will man das doch. So. Und dann eingießen. Dann habe ich wieder was zu trinken. Während hier das weiterläuft. Was ich sowieso nicht beschleunigen kann. Ja. So, jetzt wird in England natürlich gestreikt. Das wundert mich jetzt wenig. In Schottland auch. Aber da haben wir jetzt Gebäude abgerissen. Das heißt, jetzt ist vielleicht, jetzt ist schon wieder Ruhe, genau. Achso, wir können auch noch hier die Armeen auffrischen. Das habe ich ganz vergessen. Anscheinend. Hoppala, das hätte ich ein bisschen früher dran denken müssen. Dann wären wir eine Runde früher fertig damit. Aber gut. Jetzt hier wird dann industrialisiert. Als nächstes. In England, wo es eigentlich angefangen hat mit der Industrialisierung. In echt, zumindest. So. Was ist das? Flotte zerstört. Ja, ist egal. Was haben wir hier? Bleistift weggradiert. Wow. Edward Nan. Oder so. Hat eine Entdeckung gemacht. Bei seiner Arbeit als Ingenieur, der sich mit industriellen Ingenieurswesen befasst, hat Nan anstatt zu den üblicherweise verwendeten Stück verdorbenem Brot versehentlich zu einem Stück Gummi gegriffen, um Kohle und Graphitmarkierungen aus einer Zeichnung zu entfernen, die er gerade bearbeitet hat. Dank der Erkenntnis, dass sich Bleistifteinträge mit Gummi viel effektiver entfernen lassen, hat Herr Nan nun auch herausgefunden, dass der Verkauf von Radierern aus Naturkautschuk zu einem Preis von 3 Schilling je Halbzollwürfel eine äußerst lukrative Alternative zu den technischen Zeichnungen darstellt, mit denen er bisher betraut war. Er bemüht sich jetzt nach Kräften darum, seine Entdeckung noch zu verbessern, da das derzeit verwendete Gummi krümelt und schon nach kurzer Zeit zerfällt und somit nicht haltbarer ist als das Brot. Interessant. Das finde ich so cool an dem Spiel, dass man so viel einfach über die Zeit lernt, was da so passiert ist. So, jetzt aber. Was? Wie bitte? Neue Verteidigungslinie bilden! Bitte was? Bitte was? Wohin, Captain? Was habe ich mir anders vorgestellt? Sag ich ganz ehrlich. Jetzt müssen wir uns doch mit denen rumschlagen. Ach Mann, gar keinen Bock drauf. Och nö, jetzt müssen wir eine gute Flotte haben, um die irgendwie loszuwerden. Oder wir suchen irgendwie Frieden mit denen zu schließen. Keine Ahnung, wollt ihr Frieden haben? Nö. Ihr kriegt eure Provinzen aber nicht zurück, das kann ich euch gleich sagen. Mist. Das habe ich mir anders vorgestellt. Bin ich ganz ehrlich. Ja gut, jetzt brauchen wir irgendwie eine Flotte, mit der wir da vordringen können, ne? Weil so wird's schwierig. Haben noch eine Armee. Das hat uns jetzt 2 Armeen kaputt gemacht. Die sind vollkommen zerstört worden, die Armeen. 2 Armeen sind jetzt weg. Einfach weg.
Ja, das wird mich jetzt noch eine Weile beschäftigen. Nachdem das jetzt so nicht geklappt hat. Aber, die Chancen standen doch so gut. Das ist doch immer so eine Wahrscheinlichkeit, ne? Die Chancen standen so gut, dass wir das hinkriegen. Das ist gemein. Naja. Die können sich wahrscheinlich sogar leisten, ihre Flotte zu unterhalten, weil sie einfach so viele Kolonien in Amerika haben. Na ja, gut, ich gebe noch ein bisschen Geld aus. Dann können wir in die nächste Runde gehen. Oder so. Nächste Runde. Und auch nächste Folge. Also, dann sage ich mal Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn wir uns da irgendwas überlegen müssen, wie wir da nochmal an die Briten kommen. Ja, fahrt halt irgendwo hin. Das weiß ich. Und die konnten gar nicht wegfahren. Ja, toll. Das würde jetzt unangenehm werden. Die haben so eine starke Flotte. Und wir müssen halt. Wir müssen halt übers Wasser. Anders kommen wir da nicht hin. Na gut. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.